Ich komm mit. Okay. Könntest du bitte. Ja. Was sagst du? Für ein hässliches Hemd gekauft. Junge, ich. Es ist nicht hässlich. Ja, das ist einfach. Das liegt einfach im Auge des Betrachters. So musst du es sehen. Ja. Es ist aus. Ja, aus Fairtrade Hanf gestrickt und gepökelt. Ja, und ich habe so ein bisschen meine Lebensweise heute geändert, muss ich sagen. Ich habe so ein Buch gefunden und es hat so ein bisschen meine Sichtweise auf alles geändert. Ist nach 22 Uhr, glaube ich, irgendwann da. Nabend. Nabend. Abend. Ja. Nabend. Die beiden. Also die Frau Dr. Hoffner, der Dr. Hoffner sind gleich bei Ihnen. Hallo. Hallo. Ihr sucht denn den Smoker? Wo ist der? Das kann ich Ihnen so leider nicht genau sagen. Okay, ich rufe ihn an. Dankeschön. Kein Problem. So, jetzt sollst du wegen dem Bein nochmal gucken, oder? Ja. Ja. Nabend. Abend. Also, ich war letzte Tage mal hier, weil ich sehr böse umgeknickt bin und der Kollege meinte, ich soll nochmal vorbeischauen zur Nachuntersuchung. Ja. Mag sich einer von euch zwei drum kümmern? Ja, klar. Wo ist denn frei? Die 1 müsste frei sein. Ja. Okay. Komm, was nochmal mit. Bitte. Danke. So, nimm uns doch mal Platz, bitte schön. Ja. Liege oder Stuhl, was sind die was? Okay, dann lege ich mich mal kurz hin. So, bisschen schwierig aufzutreten hier. Sie sind der Herr? Knussmann. Dirk Knussmann. Knussmann mit Konrad am Anfang, ja? Genau. Ich guck mal kurz in die Akte. Ja, vielen Dank. Jetzt geht das wieder los, Alter. Super, super geil. So, Sie waren wandern, habe ich gelesen. Ganz genau, ich bin beim Wandern leider den Berg so halb runtergefallen und ja, ein bisschen mies aufgekommen. Ich habe jetzt nicht geguckt, welcher Fuß war das denn oder welche Knöchel? Der rechte war es. Der rechte. Können Sie mal den Schuh aus der Mitte? Ja, Sekunde. Und nebenbei erzählen Sie mir nochmal, wie es Ihnen geht inzwischen. Also eigentlich geht's wieder ganz gut. Nur ich war mir nicht ganz sicher, ob ich jetzt dann nochmal vorbeikommen sollte zur Nachuntersuchung. Der Kollege meinte auch, ich soll mal mein Blut untersuchen lassen, weil wir noch keine Blutgruppe festgestellt hatten bisher. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt auch machen können oder ob ich da nochmal extra für kommen sollte. Ja, ich kann Blut abnehmen, das ist kein Thema. Ich sehe jetzt nur gerade die Notwendigkeit, die dringende nicht. Aber ja, wenn Sie schon mal da sind. Na super, perfekt. Okay. Dann kurz nochmal. Also kann die Schwellung, dieses scheiß Hopperlein nicht verkneifen. Gut, ich weiß jetzt nicht, wie sie vorher war. Wie würden Sie es beurteilen, wenn Sie hingucken? Also, es war schon ziemlich dick vorher. Mittlerweile ist schon echt zurückgegangen. Dann würde ich vorschlagen, was das angeht, einfach weiter kühlen. Okay, perfekt. Gebrochen war ja nichts und wenn es dann nicht innerhalb von einer Woche komplett weg ist, dann müssten wir wirklich nochmal genauer gucken, vielleicht mal ein CT machen oder so. Okay. Aber ich denke, das sollte von selber weggehen. Super, dankeschön. So wie es sich bisher darstellt, scheint es mir ganz gut zu heilen. Gut, dann hole ich kurz das Material für die Blutabnahme. Sie müssten den linken oder rechten Ärmel mal kurz hochkrempeln und die Schuhe können Sie inzwischen auch wieder anziehen. Bin gleich wieder bei Ihnen. Alles klar, danke. Soll ich jetzt das Hemd ausziehen oder ich weiß nicht, ich ziehe die Schuhe mal wieder an. Soll ich einfach mal das Oberteil ausziehen? Ich guck mal, was passiert. Jetzt liege ich einfach oben ohne, Alter. Okay, bleiben Sie ruhig gemütlich liegen. Wenn das der Enzo sehen würde hier. So, jetzt kurz kalt und dann desinfizieren. Oh, ja. So, kurz die Stauung anlegen. Okay, jetzt gibt es einen kurzen Stich, aber das kennen Sie wahrscheinlich schon. Ja, und ich finde nicht so geil. Ah, ich Blutabnahme ist nicht so meins. Ja,
Es ist doch null schmerzhaft. Ich weiß immer nicht, ja, was die aber das, allein so dieses Gefühl der Spritze im Arm ist schon okay. Nicht das Schönste, ja. Okay, bin auch schon wieder fertig. So, super. Den Tupfer bitte die nächsten 5 Minuten fest draufdrücken auf die Einstichstelle. Alles klar. Und, ach, der Funk, Moment. Ich finde das so süß. Ich finde es einfach süß gemacht, dass die Leute sich wirklich so eine Mühe dabei geben. So, wie gesagt, 5 Minuten draufdrücken. Je länger sie draufdrücken, desto weniger blaue Flecke haben sie anschließend. Ich mache noch Pflaster drüber. Okay, dankeschön. Dann das Hemd können sie wieder anziehen. Und dann wären wir auch soweit. Ich gebe das dann ans Labor. Das Ergebnis wird dann in der Akte vermerkt und ja, das war's dann. Super, vielen Dank. Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend. Okay, danke gleichfalls. Ja, guck mal, das ging auch rucki-zucki hier. Na. Okay. Ich steig. Was haben Sie gerade gesagt, Sir? Sie sind schon fast Stammgast hier bei uns. Sehen Sie, ne? Wie ist es mit dem Nacken? Hat sich da noch was ergeben oder ist jetzt gut? Alles ich komme gleich nach hinten. Ich weiß gerade genau, ich bin noch bei der Nahuntersuchung und alles, wegen den ganzen Sachen, alles gut. Ich mache jetzt nächste Woche Mittwoch meine PPU. Ich hoffe, ich werde da nicht vom LKW überfahren, fall nicht vom Laster, fall nicht von einem Hochhaus runter, werde nicht angeschossen, werde nicht verprügelt und dann könnte das vielleicht klappen. War das alles an einem Tag noch? Nee, das wäre schön. Da ist er doch. Ich komme sofort wieder. Ja. Smoker. Geht's dazu wie auf dem Taubenschlag. Was sind das alles für Menschen? Ist es hier komplett leer und jetzt alles voll? Da hat die Schulterpulse von ihm nach vorne, ey. Supergeil. Das bestimmt an ihn. Kann ich ja irgendwas Lustiges machen hier? Genau. Allgemein. Ich war gerade nun mit dem Herrn von Eisenbach draußen. Ich soll aber noch den medizinischen, also körperlichen Teil von der PPU machen. Haha. Sie sind der Herr? Moyari. Vor dem du weggerannt bist. Mhm. Genau der. Ja. Danke, das ist... Viel Spaß mit der medizinischen. Welcher Behandlungsraum ist frei, Frau Watanabe? Was? Die 1 sieht relativ frei aus. Und bei den anderen habe ich kein Feedback bisher bekommen. Was ist mit ihr denn da hinten? Ja, dann gehen Sie auch schon mal bitte vor in die 1 und nehmen auf dem höcklichen Platz. Alles klar. Wir sprechen uns noch. Ja, komm mal mit. Ja. Ach. Kann man ihnen helfen? Nein, wie den Smoker? Ja, Frau Annabel. Ja? Ich muss mal kurz in den Keller und dann komme ich wieder. Mach das. Ja. Kommen Sie mit. Das ist meine Freundin. Ja, ja. Ich weiß. Ach, das ist deine Freundin. Hallo erstmal. Warum läufst du so komisch? Ja, ich habe hier gewartet gerade, Mann. Ach, das ist doch der Herr vom Müll. Der Knuspermann. Ja, ja, Herr Knuspermann. Knuspermann mein Name. Hallöchen. Was haben Sie für Krankheit? Walter, jetzt reiß dich mal zusammen hier. Smoker, fällt dir das auch auf? Natürlich. Der hat einen Arm nach hinten. Was? Der geht wie die Mumie. Das kann nicht sein. Timothy. Kratz dich mal im Kopf. Mann. So, jetzt. Kommen Sie mit. Mann, ja. Was hat jetzt? Das, was du jetzt siehst, wird dich auf viele Ebenen verstören. Ich bin jetzt schon ein bisschen verwirrt. Was machen wir? Oh Gott! Hier wohnt der Smoker. Was? Smoker? Warum? Oh Gott, stinkt das hier? Was ist denn hier? Hier bin ich zu Hause. Hier schlafe ich. Hier ist das Poster von Annabel. Okay. Mit roten Stiften habe ich die rote Haare gemalt. Oh, ist das aber. Das ist sehr schön. Das ist dübsch, ne? Ja. Guck mal, sehr schöne Freundin. Das ist mein Bett hier. Da. Oh. Da auf den Paletten schlafe ich. Sehr gemütlich, auf jeden Fall. Wie bist du in die Wohnung gekommen? Die war doch sicher sehr begehrt. Das ist die Hausmeisterwohnung. Ach so, oh, okay. Ja. Guck mal, und hier mache ich Sachen. Guck mal. Hier. Siehst du hier den Schalter? Da kann man drücken und dann geht der Haken hoch und runter. Und was machst du mit dem Haken? Nee. Da kann man zum Beispiel die Frau Annabel mal
mag Rinderfleisch. Da hatte ich vor, mal eine Kuh hier zu holen. Ach, guck an, ist ja praktisch. Dann kann ich die hier da, was ist da oben? Da hängen und dann mache ich nämlich so. Sehr schön. Oh, 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 oh. Ich muss auch. Okay, okay, ich glaube, ja. Was war das? Das war eine Kreissäge, würde ich sagen. Da ich die Kuh mit. Moment mal. Was? Das ist okay, Walter. Hä? Was ist mit Ihnen? Ich glaube, der ist ein bisschen. Smoker, komm mal her. Nein, ich will nicht. Was wollen Sie von mir? Lassen Sie mich komm in Ruhe. Komm her, Smoker. Nee, will ich nicht. Was wollen Sie? Ja, warte, ich hab was für dich. 1 Million Euro. Ich hab auch was für Sie. Warten Sie. Augenblick, ich hab was für Sie. Na, so. Am Arsch. Was ist denn hier? Soll ich jetzt hier bleiben? Hallo? Soll ich hier? Okay, ich will definitiv nicht hier. Oh, hoppala. Gott, ziemlich gefährlich hier. Oh Gott. Okay. Ja, Knusperbahn, kommen Sie raus. Ja, oder? ja, ich bin gerade hier runtergefallen. Das war ganz schön gefährlich hier. Muss noch. Das Geländer muss, glaube ich, noch mal ein bisschen fester gemacht werden. Ja, da muss noch einiges tun. Ja. So, wir gehen jetzt mit dem Smoker und seiner Freundin essen. Was? Oh, das ist aber nett. So eingeladen. Oh, das ist aber nett. Da hat er gesagt, komm. Wir sind auch nicht das dritte Rad am Wagen, hat er gemeint. Okay, ja. Das ist die Hauptsache. Ne? Toll. Jetzt ich habe noch heute meine prostatatische Penisuntersuchung. Ja, helfe ich dir. Das sollte romantisch werden. Ja, ist es doch. Wir sind doch dabei. Ja, toll. Frau Annabelle. Ja. Der Smoker hat uns eingeladen, mit Essen zu kommen. Ist das in Ordnung, ja, oder? Das stimmt gar nicht. Ich habe denen davon erzählt. Wir sind doch alle eine Familie. Und er meint, er hat eine Prostatapenisuntersuchung. Also okay. Ja. Hallo. Gehen wir mal vor die Tür. Ja, warum nicht? Oh. Na komm. Ja. Aber Smoker, willst du dich nicht umziehen? Achso, geht sie umziehen? Achso, okay. Ach ja. Ich glaube, wir sind echt eingeladen, Dirk, wirklich. Wirklich? Also, ja. Wirklich auch mit Geld und allem? Und nicht nur. Ja. Ach, schön, guck mal, ich habe dich ja noch gar nicht außerhalb deiner Arbeitskleidung gesehen. Ja, so. So sehe ich immer aus. Ach, schön. Der hat den Pullover schon sehr lange an. Frag nicht. Der ist von den alten Imkers. Mhm. Haben sie dir überlassen, ne? Ja. Gut. Ich komme direkt raus, ja. Okay, sollen wir warten? Wir warten hier. Ja, Moment. Ich weiß, das Krankenhaus hat 2 Ausgänge. Ich kenne dich ja. Ach. Dass wir essen gehen. Bist du dir sicher, dass wir eingeladen sind, Walter? Er hat gesagt, wir dürfen dabei sein. Er hat gesagt, wir sind eine Familie. Hat er gerade gesagt. Und er wirkt nicht so, wirklich nicht. Und er meinte, der will die Frau Annabelle mal am Haken hängen. Ich weiß nicht, was er damit meint. Das macht ihn doch nicht so verlegen. Ein bisschen Privatsphäre für die beiden wäre angebracht. Wir sind doch Freunde. Walter, jetzt komm, jetzt mach jetzt nicht so einen Quatsch. Hier, komm mal mit hier hinten hin zum Wasserspender. Walter. Ja, dann geh ich, Smoker. Du hast die Müllsäcke schon weggemacht, Mann. Was hab ich gehört? Wer redet ihr? Herr Walter, Sie? Nee, wer war das? Wie redest du mit einem Smoker? Wieso? Erstens heißt es nicht A-Smoker, sondern Herr Smoker. Und zweitens macht er die Müllsäcke weg, wann er das will. Hm. Naja, aber im Krankenhaus, wenn die da so rumliegen, ne? Da hinten im Eck ist es nicht so geil. Muss steril bleiben, weißt du? Ja, aber da liegt gleich noch ein Müllsack daneben. Hm, okay. Nee. Wie der Doktor versucht, irgendwie da an dem Gespräch teilzunehmen, aber es nicht schafft. Okay. Ja, Walter. Entschuldigung. Nee? Bist nicht der Fußabtreter hier. Ja, Walter. Der Smoker ist ein Genie. Das habe ich nie behauptet, ne? Und Herr Weiß, und Sie sind bestimmt kein Beziehungsberater. Was? Wer ist der Herr Weiß? Sie? Ja, wieso Beziehungsberater? Jetzt wird's interessant. Wer sind Sie eigentlich? Wieso Beziehungsberater, Frau Annabelle?
Ich glaube, vielleicht gehen wir mal vor die Tür und nicht. Ich meine auch, Eddie, die Stimme wird mir gerade langsam ein bisschen zu knisterig hier. Sollen wir lieber mal. Dann können wir da mal gucken, ob wir essen gehen. Schönen Abend noch. Schämen Sie sich. Tschüss. So. Hallo erstmal, liebe Frau Knusper, mein Name. So, warum bin ich jetzt ein Beziehungsberater? Verstehe nicht. Man sollte nicht Sachen sagen, die Smoker nicht unbedingt so ausdrücken möchte. Wie, welche Sachen denn? Wie war das? Er hat Gefühle für mich und er möchte mich flachlegen. Ich glaube, so sollte man das einer Dame nicht sagen. Oh, 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 oh. Was hat er denn jetzt? Das hat er zu Ihnen gesagt. Das haben Sie zu mir am Telefon gesagt, dass ich das sagen. Das habe ich niemals gesagt. Ich habe zu dir gesagt, ich rufe dich zurück und sag dir ganz genau, was du ihr sagen sollst, dass du mir ein bisschen Zeit. Walter, ruhig bleiben, ruhig bleiben. Sie haben gesagt, ich soll zu der Frau sagen. Ich habe gefragt, ich habe mich, glaube ich, in eine Frau geliebt. Und da habe ich gesagt, ich weiß aber nicht, was ich da sagen soll. Da haben sie gesagt, Smoker, du Idiot, sag, du hast Gefühle und du willst sie flachlegen. Habe ich niemals gesagt. Doch. Das Smoker, wenn du das so siehst, ne? Tschüss. War ja, ja, Mensch, macht's gut, da ihr beiden. Schönen Abend noch, ne? Sie nichts für Knusper. Wir sehen uns auf jeden Fall. Ja. Danke für die Wohnung zeigen und so weiter, ne? Mach's gut. Walter, warte doch. Walter. Wir sind uns in der Hölle. Was? Was ist los? Das ist ein Drecksack. Was ist denn hier? Ich komme nicht mehr mit. Was? Auf einmal war so eine miese Stimmung. Ja, der Smoke hat uns eingeladen. Ja, bist du ja wirklich sicher? Das schien mir nicht so. Warum hupst du jetzt? Weiß ich auch nicht. Darf ich auch mal? Ah, mal. Geht nicht. Nee, schaffe ich nicht. Jetzt und nee, jetzt. Ah, ja, danke. Macht Spaß auf jeden Fall. Ja, finde ich ein bisschen schade. Netter Kerl. Aber, naja. Was machen wir dann jetzt? Sollen wir so was essen gehen? Ja. Der kann mir kreuzweise, ne? Ruf mich an. Was soll ich der Frau Annabelle sagen? Die Frau Annabelle. Bla. Ich den Arsch nicht hoch und dann gebe ich einen Tipp und dann erzählt der Scheiße. Der Smoker ist verliebt. Der Smoker ist verliebt. Das musst du ihm jetzt mal lassen. Das. Meinst du? Ja, also. Komm, der hat ein Bild von der Frau in seinem Schrank hängen, ja? Wollen wir zu einem ganz gefährlichen Ort fahren? Nee, bitte. Ich habe schon gefährliche Aktionen erlebt. Das muss ich nicht nochmal haben, du. Was für gefährliche Aktionen? Ah, also, so wie der Enzo meinte, ne, war es offensichtlich ein Überfall, den ich ganz knapp noch überlebt hatte. Aber ich habe das nicht gemerkt. Ja, die waren so ein paar Leute, die haben mich vor 2 Tagen oder so. Meinten die, ich hätte den Müllsack verkauft und wollten jetzt ihr Geld wieder haben. Da habe ich denen gesagt, dass das überhaupt keinen Sinn macht. So, weil ich mehr Geld auf den Müllhalde dafür kriege. Und. Dann habe ich mit denen diskutiert und am Ende hat er gesagt, dass ich im nächsten Mal einfach einen Müllsack mitbringen soll, und es hat geregelt und dann, ja. Also und diese Straße hier, ja? Ja. Ist sehr gefährlich. Ja, okay. Okay. Ich gucke gerade mal auf mein GPS, wo wir gerade genau sind. Das ist die Grove Street. Ach, das du ist diese Grove Street. Da fährt auch direkt ein Emperor vor, mit 2 Leuten in Grün drin vor. Siehst du? Links ist eine Tankstelle. Ja, ja, ja. Und die mögen es gar nicht, wenn man hier unterwegs ist. Aber willst du noch ein paar Hustenbonbons kaufen hier? Kippen. Kippen, ja, kippen auch. Aber vielleicht sollst du mal weniger rauchen, dann wenn ich deine Stimme so kratzig. Soll ich dir welche holen? Ich komm mit. Okay. Oh Gott, da ist der Hund schon wieder. Oh Gott. Angst vor dem? Ja, ich bin letztes Mal da schon so. Ui, ui, ui. Guten Abend. Hallo. Hallo. Ich glaub, wenn die immer Sollen wir was zu essen kaufen oder was hast du vor? Ja, was geht ab, White Boys? Hallo. Was steht denn heute so auf der Karte hier? Die Cheeseburger sind richtig gut. Orangen, Mann. Orangen? Mhm. Okay. Ich wollte eigentlich auch mal wieder auf meine Figur achten. Ich glaube, da Orange klingt, glaube ich, ganz ordentlich. Meine Piefen. Ja, ich komme mit. Wiedersehen.
Ist das, meinst du, das ist eine schlaue Idee, hier an der Tankstelle zu rauchen? Ach so, nee, du willst ins Auto, okay. Aber hier stehst du immer unter Beobachtung, immer. Okay. Von wem jetzt? Von den grünen Leuten da oder ja, von der Polizei? Ja, von den Grünen. Okay. Und von der Polizei. Warum sind hier eigentlich alle grün angezogen? Ich habe das noch nicht so ganz verstanden. Das ist eine Gang. Eine Gang? Grove Street, ja. Die Grove Street Gang. Und warum? Auf jeden Fall eine Stadtpark. Wie, warum? Ja, warum? Was bringt denen das denn? Also, ich meine, klar, Gang gab's in Bottrop auch, aber ich glaube, das ist hier eine andere Art von Gang, oder? Welche Gang gab's denn da? Naja, die haben sich immer zum Kegeln getroffen. Ja. Und ja, dann Bier getrunken in der Kneipe. Stammtisch-Gang quasi. Ja, ihr wisst abgeknallt, wenn ihr sowas sagst. Wie Kegeln? Mhm. Mögen die ja gar nicht. Geh mal in die Grove Street und frag mal, ob die mit dir kegeln. Aber vielleicht wollen die ja mit mir kegeln, aber ich glaube, hier gibt es ja keinen Kegelplatz, oder? Weiß ich nicht. Also, ich brauche jetzt gerade niemanden zum Kegeln. Ja, gut. Ja, ich kann, wir können ja mal jemanden Grünes fragen, ob er mit dir kegeln gehen will. Warte mal. Ist ja kein Thema. Ist ja was Gutes. Guck mal. Ach, guck mal, da stehen noch welche. Fragen wir mal, ob die kegeln wollen. Wie du dazu sagst, habe ich jetzt ein bisschen Angst, dass da was schief geht bei. Frag doch mal. Wo sind die denn? Komm mit. Wie der Enzo? Ist der Enzo hier? So ein Hemd. Mit so einem komischen Muster. Nein, dann definitiv nicht diejenigen. Dann definitiv nicht die. Warum reden Sie so? Er redet wie? Entschuldigung, der Herr hätte eine Frage. Komm, frag. Was? Ja, aber ich trau mich nicht. Ja, trauen Sie sich doch. Okay, also mein Name ist Knussmann. Ich würde gerne einen neuen Kegelverein öffnen, aber ich kenne noch nicht so viele Menschen. Hätten Sie Interesse? Also, ich kenne mich auch nicht so gut aus. Gibt's die überhaupt einen? Ich glaube, der Herr Weiß, der veräppelt mich hier gerade. Der meinte, ich soll jetzt einfach mal fragen. Ist die 99 auch dabei? Also, ja. Ja? Das ist aber schön. Das sind aber schon mal zwei. Er kennt dich gar nicht mehr, Schatzi. Na klar, dann ist der Mankurana. Mama. Aber nah dran, ey. Makuna Matata, wie heißt du nochmal? Makana. Makana Matata. Macaroni. Alter. Dann hast du ein bisschen Kettenraucher bei der Stimme, du. Nee, ich rauche nicht. Ach so. Der war beim Rhein an der Schule. Da kriege ich immer, wenn ich. Ich sag nichts. Dirk. Also Kegelclub? Nee, danke. Nee, aber, nicht mein Sport. Aber habt ihr vielleicht Interesse, demnächst mal Yoga zu machen? Ja, fangen wir direkt an. Nee, ich mach demnächst eine Yogastunde so. Oh, ich habe tatsächlich heute angefangen mit Meditieren. Das kommt mir eigentlich ganz gelegen. Ja, geht bald los, so richtig so ein Yogakurs. Ja, da hätte ich tatsächlich Interesse an. Jetzt verarschen Sie die gute Frau hier nicht. Was kostet das? Ja, so $50 für 20 bis 30 Minuten. Hui, okay, $50. Hm. 5-0. Mhm. Makuna. Ich hab schon einige, ich die da mitmachen. Rabatt, oder? Ich krieg noch einen Kaffee von dir. Ja. Also ich würde prinzipiell einfach mal zusagen. Warte mal. Ja. Bei dem Yoga-Ding. Wie machen Sie das dann? Soll ich Ihnen meine Nummer geben und Sie rufen durch? Geben Sie mir mal Ihre Nummer, genau. Okay, ich schau dann einmal kurz, die kenne ich noch nicht auswendig. So. Die Nummer wäre 2141. Ja. 392. Wie war nochmal Ihr Name? Knussmann, Dirk Knussmann. Knuspermann. Nein, Knussmann. Lassen Sie sich jetzt. Das ist nicht lustig. Also Dirk Knussimann. Knussmann. Ohne I. Knussmann. Danke. Okay, dann fahren wir mal die drüben, komm mit. Super, alles klar. Ruf ich an. Super, vielen Dank. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Ja, tschüss. So, danke. Tschüss. Mein Freund hier hätte eine Frage an euch.
Oh, Walter, ich glaube kaum, dass sie jetzt, das wollen die, das will ja, doch keiner hier. Mal eben jetzt hier. Okay, okay. Guten Abend, Knusper mein Name, ich eröffne einen Kegelclub. Ich suche noch Mitglieder. Hätten Sie Interesse an einem Kegelclub? Kegelclub? Ja, das Moment ist sowas mal aus meiner alten Heimat und ich wollte einfach mal was, ja, das, die wollen auch nicht, Walter, jetzt. Darf ich den Namen erzähl doch einfach mal. Knussmann ist mein Name, Knussmann. Okay, gut, dann habe ich ihn am Anfang falsch verstanden, Entschuldigung. Was haben Sie denn verstanden? Knusper. Warum meinen alle, ich heiße Knusper? Das kann doch nicht wahr sein. Ich wurde noch nie so gedemütigt in meinem Leben. Also ja. Die haben kein Interesse wahrscheinlich, oder? Ja. Momentan zumindest nicht. Okay, komm, bitte, Walter, ich möchte jetzt gehen. Die zwei nein, noch, komm. Nein, wir fragen jetzt keinen mehr. Ich ja, möchte jetzt nicht mehr. Komm jetzt. Walter, es reicht. Die wollen alle nicht. Die wollen die zwei. Die verstehen den Flair eines guten Kegelspiels einfach nicht. Hallo? Mein Freund, der ist ein bisschen schüchtern, der ist neu in der Stadt, der hätte eine Frage an euch. Vielleicht ist das interessant für euch, ja? Ist ein Freund, der hier oder was? Ja, genau, das ist der Knuspermann. Knussmann ist mein Name, Knussmann. Frag doch mal dir. Okay, also ich eröffne einen Kegelclub und suche noch Mitglieder. Hättet ihr Interesse? Sehe ich aus, als ob ich kegeln gehe. Siehst du, habe ich doch gesagt. Mann, Walter, tut mir leid, ich wollte euch nicht belästigen, Ich suche halt nur, ja, es ist auch egal. Es tut mir leid. Walter, jetzt lass uns bitte gehen. Leid tun, war ja nur eine Frage. Ne? Ja. Siehste, der Herr weiß es eben. Das war nur eine ganz normale Frage. Walter, ich schäme mich in Grund und Boden jetzt. Ich möchte jetzt niemanden mehr fragen, ob er mit mir kegeln gehen will. Es möchte keiner kegeln. Nein, es geht nicht. Zwei Leute gesehen, die es geht nicht um Sie. Es geht nicht um Sie, es geht ums Allgemeine. Ich habe jetzt locker schon 10 Leute gefragt und das ist immer wieder. Ich weiß auch nicht. Walter, ich möchte jetzt gerne gehen. Also das hier ist. Im Krankenhaus, da arbeitet ein älterer Herr. Ich glaube, der wäre dafür. Der Smoker. Ach stimmt, den Smoker könnte ich fragen. Ja, das ist eine gute Idee. Der liegt aber an deinem Hemd. Vielleicht, wenn du ein bisschen seriöser aussehen würdest. Das hat das mit meinem Hemd zu tun. Wir reden ja nicht über Aktienverkäufe. Ich will jemanden mit zum Kegeln haben. Sieht halt ein bisschen schwul aus, aber mein Gott. Hey, das habe ich gerade neu gekauft. Das ist sehr schick, wo ich herkomme. Mein Gott, ist Geschmackssache, ne? Ja, das sehe ich auch so. Oh, mein Telefon, sorry. Alles okay. Schönen Abend noch. Schönen Abend noch. Ebenso. Walter, frag doch mal ich, den da in der Westen. Nein, ich frage jetzt keinen mehr, ich gehe jetzt. Komm, es reicht. Mein Auto steht hier, ich gehe jetzt. Ah ne, ist nicht mein Auto, aber es fehlt auch die Tür. Alter, du machst mich ganz wuschig hier, Mann. Sei doch nicht so traurig, Dirk. Ne, ich bin nicht traurig, überhaupt nicht. Ey, komm, machen wir mal einen schönen Ort besuchen. Ne, du sagst das immer so und dann am Ende ist halt wieder irgendwas, wo ich mich schämen muss. Nein, da sind wir ganz allein. Mann. Ach, Mann, du. Ach Gott, Walter, was machst du mit mir? Ist echt schön. Sir? Ja? Was? Nee, nicht du. Hallo? Sir? Ach so, der Herr neben uns. Sie da mit der Weste? Ja? Suchen Sie einen Kegelclub? Gott, Walter. Wieso Kegelclub? Dirk Knussmann, merken Sie sich den Namen. Der wird noch ganz groß in der Stadt. Wer ist denn der Herr? Der neben ich mir. Bin das, hallo. Ja, hallo, hallo. Wiedersehen. Ich hasse dich, Walter, wirklich. Das ist so peinlich. Die ganzen Leute, ey, die. Ach. Ach, Mann. Wieso? Die kenne ich doch jetzt schon mal, guck mal. Komm ja, mal natürlich kennen sie mich, aber wie? Nein, wir fragen jetzt nicht die Kollegen, ob die kegeln wollen. Jetzt fahr weg hier. Los, Walter. Noch eine Leitstelle. Guck mal, der Natschi ist da. Komm, wir fragen den mal. Wir fragen jetzt niemanden mehr, ob er kegeln will. Jetzt hör. Und dann Walter. Haben wir auch die schöne Ort. Ich verspreche, Walter. Wenn du den jetzt fragst, kriegst du eine Überraschung von mir. Nee, ich habe schon heute genug Überraschungen gehabt. Jetzt steig ich wieder ins Auto. Komm. Nein, ich steig nicht aus. Okay, dann schieße ich das Auto ab. Ich hole den Natschi drüber. Ich bleib hier zu sitzen. Nö, okay, nein. Das Auto ist abgeschlossen, ne? Ja, wiedersehen. Ich trinke jetzt was. Das Schlimme ist. Dennis ist im echten Leben ganz genau so. So richtig so. Komm, wir fragen die jetzt einfach mal. Komm, komm. Das ist hier übrigens der Marcel. Der würde gern kegeln gehen, habt da nicht Lust. Weißt du, genau so. Der verstellt sich kein bisschen. Das ist original Dennis. Hundertprozentig. Der Typ ist halt echt so durch, ey. Lass mal fragen, ob die kegeln wollen. Hey Gott, ey.
Hier, Dirk, jetzt rat mal, komm. Gottes Willen, Walter. Guten Tag, Officer. Guten Tag, Officer. Lassen Sie sich nicht veräppeln von dem Herrn, weil... Nachi, was bist du nochmal für ein Rang? Also die komplette Bezeichnung? Sergeant. Sergeant. Zweiter Klasse. Ja, zweiter okay, Klasse. Okay, Sergeant. Wir waren vorhin auf der Suche nach Leuten für den Kegelverein und der Herr Walter findet es jetzt, also Herr Weiße findet es jetzt ultra witzig, jetzt hier alle Leute zu fragen, ob die mit mir kegeln wollen. Mir ist das ein bisschen unangenehm, muss ich sagen, deswegen bin ich auch sitzen geblieben. Also. Warum ist Ihnen das unangenehm? Weil ich hab so viele Leute jetzt gefragt und alle wollten nicht. Und der Herr Weiß, der will es einfach nicht dabei belassen. Es ist ein bisschen traurig, so, das ist ein bisschen Heimweh ist mit dem Spiel. Und nein, ich möchte jetzt nicht. Walter, bitte. Er kommt aus Bottrop. Kennst du Bottrop, Nachi? Bottrop, Kirchhellen da, die Ecke? Ja, genau, daher komme ich. Was ist los? Natürlich. Der hat mich gerade gefragt, ob die Grove Außengangs hat, wie in Bottrop, Kirchhellen. Ich glaube auch ähnlich, ja. Siehst du, sag ich doch. Ja, krass. Die haben wahrscheinlich schon ihre Vereine. Ist da fertig. Nicht auch irgendwo, ist da nicht auch diese Heidepark-Geschichte irgendwo? Nein, der Moviepark ist da in der Gegend. Heidepark ist, glaube ich, ganz woanders. Ja. Der Moviepark. Aber da war ich noch nie. Das ist mir immer zu extrem, zu schnell und so. Und auch zu teuer. Ja, ich habe auch Höhenangst. Für mich sind auch so Achterbahnen. Ja, das auch, ja. Steig doch mal aus, schlimm. Als Knussmann, komm. Ja, um Gottes Willen, dann steig halt aus. Steig doch mal aus jetzt. So, Entschuldigung, will die Tür nicht so schnell aufmachen. Ja. Nee, Kegel, habe ich Bock drauf, aber ist auch mit Trinken, ne? Ja, immer schön Bierchen. Nur ich bin leider, also ich trinke kein Bier mehr, aber allen anderen kann ich ja so empfehlen. Habe ich früher auch gemacht. Du kein Bier mehr? Die Geschichte habe ich dir auch schon mal erzählt. Jetzt bring mich nicht so in Verlegenheit hier. Hast ja Bier über deine Haare gekippt, deswegen die Frisur. Warum bin ich eigentlich mit dir befreundet, ey? Manchmal, also, ich habe dir nichts getan, Walter. Ja, das stimmt. Ich weiß das auch nicht. Ich weiß will auch dir nicht. Doch nur zum Erfolg verhelfen. Ja, das. Ne? Hast ja recht. Gut. Natschi, wir fahren mal weiter, ne? Gute Geschichte. Nee, aber ich würde, wie gesagt, ich hätte Interesse auf jeden Fall. Wirklich? Ja gut, dann schreibe ich sie mal auf. Kegeln ist aber das ohne Löcher, ne? Genau, das ist einfach nur eine Kugel, die man weit wegwirft. Das finde ich gut. Okay, cool. Tausch doch mal die Nummern aus hier. Ja, dann suche ich nochmal die Nummer kurz raus. Mein Gott, ich muss mir die echt mal auf den Arm schreiben oder so. Sekunde. Wie kann man sie auch einfach merken? Mein Name ist Knussmann. Dirk Knussmann. So. Und die Nummer ist 2141 392. Okay, Funk ist aus. Manchmal komme ich da so ans Funkgerät mit dem Handy. Meine Nummer ist natürlich auswendig die 32514. 32514, okay, das kriege ich hin. Nachi Kukum. Okay, ich werde den Namen wahrscheinlich 100% so, wie falsch schreiben. Spricht. Mit TS? Nachi, einfach Nachi. Ah, okay. Und Kokum? Nachname COCOM. Okay. Was denn? Super. Du musst jetzt nur nochmal die Nummer wiederholen. Die kommt jetzt ja erst in meinem Handy hier. Scheiße. So. Ich buchstabiere das lieber, weil ich habe da die wildesten Sachen schon gehört. Okay, mein Handy spinnt gerade ein bisschen. Ach Mensch. Ein potenzieller Kunde, guck mal, Dirk, da kommt jemand. Jetzt hör auf Scheiße, mit dem Quatsch. Ist ja von gerade, den fahren wir lieber nicht. Nee, lass mal. Okay, irgendwie hat mein Handy gerade Probleme. Oh nein, die denkt sich jetzt auch. Immer, was schreibst du denn in das Handy rein? Er möchte einfach nicht, er möchte nicht. Ich finde diese neuen Gerätschaften ganz schlimm. Ich finde die neuen Gerätschaften ganz schlimm hier, das ist... falsches Format, was bedeutet das? Diese ganzen... Das ist doch... So, also... So, jetzt bräuchte ich noch einmal die Nummer. 32514. Haben Sie so lange meinen Namen geschrieben? Ja, wie gesagt, ich habe die Knöpfe nicht richtig. Ich habe sehr große so Wurstfinger. Ja, ja, genau. Mit einem Abdruck bedeckt immer das ganze Display. Ich so Stifte, mach einmal einen Probeanruf so, hier. Jawohl. Wunderbar. Test, 3, 2, 1. Jawohl. Wunderbar. Läuft. Nee, jetzt. Boah, ey, Walter, ey. Soll eine große Mannschaft werden, wa? Ja, ich glaube auch. Dann, du hast gut geschafft, ne? Ich finde schon was, ne? Alles klar, Leute. Mach's gut. Ciao. Ciao. Herr Dirk, ich freue mich auf die Partie. Ja, definitiv, ne? Vielen Dank fürs Mitmachen. Ja, klar. Immer noch. Oh, ich setz mich. Ich bin nicht ein VIP-Shuttle. Nee, doch, das jetzt reicht es. Wirklich. Dirk, hast du dich nicht bedankt? Wofür denn?
Ja, ich besorge dir hier gerade Kunden für deinen Kegelclub. Ey, bis ich dich heute getroffen habe, habe ich noch nicht mal einen Kegelclub haben wollen. Und jetzt plötzlich besitze ich einen. Mit 3 Mitgliedern. Und nachher fragen wir den Smoker aus, war schon zu viert. Ich muss ehrlich gestehen, ich weiß nicht mal, wie viel Kegelleute man braucht für Kegeln. Hast du die Telefonnummer vom Smoker? Nee. Das, so tief im Gespräch war ich noch nicht mit ihm, aber lass es dabei jetzt. Alles klar. Ich zeig dir jetzt einen schönen Ort, okay? ich glaube, ich gehe gleich lieber nach Hause, Mann. Du machst mich bekloppt, ey. Ich wollte nur ein schönes Feierabendburger essen hier, aber... Du wolltest ein schönes Feierabendburgers essen? Ja, ich wollte erst Bier sagen, aber das ist lange liegt hinter mir. Oi. Hm? Dein Fahrstil hier, das ist... Ah, ich will nichts sagen. Ich will gar nichts sagen. Nein, ganz gut. Ey, wie hat die Tasse hier irgendwie mit dem Telefon gekacke hier? Dirk. Ach, ich bin Dirk. Ich verwechsel. Mann, du machst mich ganz wahnsinnig. Walter! Jetzt, wo führst du mich hier hin? Ruhig. Du lernst jetzt jemanden kennen. Oh Gott, noch jemand. Aber es bleibt unter uns. Wohnt jetzt hier der Nächste oder was? Auf dem Staudamm oder wie? Aussteigen. Das klingt nicht sehr freundlich. Kannst du das nochmal bitte nett sagen? Komm mit. Danke. Du kommst jetzt mit. Warum hast du eine Knarre in der Hand? Jetzt halt Maul. Alter. Was soll das? Komm mit. Kletter da hoch. Warum? Keine Fragen. Kletter da hoch. Du machst mir Angst, Walter. Kletter doch da hoch. Warum? 3. Du weißt, dass ich Höhenangst habe, Mann. Was soll 3, das jetzt? 2. Gottes Willen, ey. Mann, was soll denn das jetzt hier? So ein Quatsch hier. Oh Gott, ist das hoch. Kletter da hoch. Ich bin doch hier. Hier hoch. Da oben wartet jemand auf dich. Komm. Was? Kletter da hoch. Ey, du hast ja doch echt nicht mehr... Mein Gott. Ah, Gottes Willen. Dafür brauchst du jetzt aber echt eine gute Erklärung. Das ist verdammt hoch. Okay. Wollt ihr nur ein bisschen Angst machen? Ich hab Angst, und zwar viel. Das ist verdammt hoch, Junge. Ich will dir mal was sagen, guck mal. In der Stadt hier gibt es so Idioten, die meinen das wirklich ernst. Die kommen mit einer Knarre auf dich zu und befehlen dich rum, ne? Okay. Hast du gehört? Ja. Dann stell nicht so viele Fragen und mach einfach, wenn dein Leben wichtig ist. Außer du hast selber eine Knarre. Weißt du, was ich meine? Ja, aber das mal ganz... Also eine Art Sicherheitstraining hier. Aber jetzt mal ganz ehrlich, was sollte ich hier oben anders machen als sterben? Da kann ich mich auch direkt erschießen lassen. Nö, die Aussicht nicht. Sie guckt mal nach links. Oder von dir aus rechts. Wieso sollte mich jemand mit einer Waffe bedrohen, nur um mir die Aussicht zu zeigen? Nein. Ich meinte generell, ich gehe mal hier hoch, um einen zu beefen, wenn ich meine Ruhe haben will. Ja, aber das hättest du auch einfach sagen können. Wenn ich dir gesagt hätte, komm, wir klettern da hoch, wärst du hochgekommen? Ja, ich hätte dir vertraut, aber du hattest eine Waffe in der Hand, Mann, ey, was soll das jetzt? Ja, damit sagen, die ist nicht mal geladen, Mann. Ja, meinst du, das weiß ich? Ich hatte noch nicht mal eine Waffe in der Hand in meinem Leben, ey, keine Ahnung. Ich wollte dir damit nur sagen, dass du in der Stadt ein bisschen aufpassen musst. Weil es gibt Leute, du weißt ja, wir waren gerade in der Grove Street, richtig? Ja. Und da gibt es welche, die machen das anders. Die nehmen die Waffe, halten die am Kopf und wenn du was Falsches sagst, drücken die ab. Okay. Ja, ich wollte nur mal gucken, wie du reagierst. Aber was soll ich denn da anders machen? Ja, nicht so viele Fragen stellen, nicht Widerworte geben. Dein Leben ist dir doch wichtig, Dirk, oder nicht? Manchmal weiß es nicht. Stell dich mal hin, komm. Trau dich mal was. Komm. Bitte, jetzt zwing mich nicht dazu, es ist verdammt hoch. Ich bin nicht so wie du, Walter. Ja, aber guck dir doch mal den Anblick an. Guck mal nach was? Rechts. Ja, ich kann das auch... Von hier unten sehen. Diese scheiß Stadt. Weißt du, es ist immer dreckig da, immer laut. Alle Leute brüllen herum, ballern da rum, machen. Und hier ist einfach Ruhe.
Wir sind nur eine Menge Frösche. Das stimmt. Oh Mann. Aber pass auf, dass du jetzt nicht auch noch runterfällst hier. Das wäre schlecht. Das ist sehr hoch. Würde bestimmt wehtun. Das wird nicht nur wehtun. Ich glaube, davon willst du nicht mal was mitkriegen am Ende. Wie ist das denn so? Wie fühlst du dich wohl hier in der Stadt? Ich weiß noch nicht so ganz, was ich davon halten soll. Ob das eine gute Entscheidung war, hier hinzukommen. Warum? Aber dann hat man halt so Leute wie Enzo oder wie dich, die dann einem dann doch zeigen, dass es nicht nur Scheiße in der Stadt gibt, weißt du? Mhm. Ja gut. Es gibt auch Scheiße in dieser Stadt, das stimmt. Da musst du ein bisschen aufpassen. Warum sind hier eigentlich so viele Frische, Mann? Ich weiß auch nicht, das ist glaube ich der einzige Nass... Nee, wie sagt man... Nass? Nasspunkt, nee, ach, keine Ahnung, Biotopia oder so, keine Ahnung, was weiß ich, wie es nennt. Was für, weil? Oh ja, was zu essen wäre jetzt wirklich was Nices, warte mal. Komm, oh, stell dich mal hin. Ah, ich hab noch einen leckeren Burger hier. Oh, boah, wo hast du den denn? Oh, Junge, ey, die verstecke ich über der Hose. Warte mal, recht. Steh mal kurz, dreh dich mal kurz um. Du hast da was, glaube ich. Komm mal kurz her. Mach dich, du hast da was am Schuh. Nein. Achso, am Schuh, okay. Alles klar. Warte mal, mach mal weg. Mach mal weg, bitte. So. Ist wieder sauber. Okay. Können wir jetzt... Ja, oh. Ich geh jetzt mal wieder runter, ne? Das ist mir echt viel zu hoch hier. Hier eine Etage tiefer fühle ich mich deutlich wohler, muss ich sagen. Oh, Gottes Willen. Mal guck mal, die Aussicht ist hier genau dieselbe, nur dass man keine Lebensangst haben muss. Das stimmt. Oder, ich meine, ist immer noch sehr hoch, aber... Aber ist toll hier, oder? Schon schön, da hast du recht. Bist du eigentlich öfter nur... Warst du schon mal... Oder bist du bis jetzt nur in der Stadt gewesen? Nein, ich war mit Enzo letztens unterwegs, da bin ich auch umgeknickt. Das war... Was hat er mir gezeigt? So ein Bauernhof und... So eine Riesenbrücke über einem Fluss. Das war schon auch schon sehr schön. Aber ich muss mal ganz kurz eine Sache... Ja, warte mal. Ach, ich glaube, das ist ganz entspannt. Ja, hier ist schön. Hier meditieren ist gut, Mann. Ja, Mann, ey, ein bisschen den Kopf frei kriegen. Komm mal mit, warte mal. Ich glaube, du brauchst mal wieder einen Hustenbonbon. Du solltest echt aufhören zu rauchen. Ach, schön. Wo gehst du hin? Walter? Walter? Walter! Was war das jetzt? Alles gut? Ey! Walter! Ey! Walter! Das gibt's doch wohl nicht. Sag mal, meinst du nicht, du hast was vergessen? Ach so, ich dachte, du sitzt drin. Mann. Bis gleich. Ja, du bist ein richtiger Witzknabe, du, ey. Richtig, einen am anderen hier. Witzbold. Aber willst du den Knussi? Ich will einfach nur nach Hause gerade. Du machst mich wahnsinnig heute. Ich will einfach nur nach Hause. Du machst mich echt wahnsinnig heute. Wohnen in der Nähe vom Park in der Jugendherberge. Ja, lach nicht, Mann. Ich bin neu hier. Ich habe kein Geld. Ja, ich dachte, du warst arbeiten. $500. Kannst du da schon mal ein Hotel für? Ja, meinst du, ich gehe jetzt direkt eine auf Tralafitti. Oh Gott, Junge. Du bringst uns heute echt noch rum hier, oder was? Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, Mann. Oh. Mein Gott, Walter. Oh Gott. Oh. Sag mal, wie hast du deinen Führerschein gemacht? Oh. Meine Güte hier.
Junge, kennst. Ach, ich, oh Gottes Willen. Bevor wir nicht heil ankommen, Mann. Was denn? Nee, gar nichts. Mach, ist egal. Guck mal, hier so ein schönes Häuschen. War das toll, oder? Mit der Skyline so dahinter sich. Boah. Ja, das stimmt allerdings. Aber ich bin, glaube ich, jemand, der würde lieber irgendwie aufs Land ziehen. Ja, nach Blaine County? Ja, da oben irgendwo in die Gegend. Ey, die suchen Leute beim Sheriff Department. Bewerb dich doch. Nee, ich glaube, Sheriff, da bin ich zu. Weiß ich auch nicht. Da bin ich nicht der Richtige für. Würdest du lieber beim PD arbeiten, ne? Nee, nee, gar nicht. Ich meine, so Allgemeinpolizei ist, glaube ich, nicht so mein Ding. Warum? Ah, nicht jeder sagt einfach nur nein, wenn er gefragt wird, ob er kegeln will. Das sagst du doch selber. Ich glaube, ich bin nicht der richtige Mann, der sich dagegen wehren soll. Ah. Wenn du wüsstest, wer schon als Polizist geworden ist. Hi, der Witzke. Ob ich das schaffe, ist keine Frage. Ob ich es will, ist die Frage. Verdienen Sie gut Cash? Verbraucht man das Geld? Ich weiß nicht. Hallo? 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 Hallo, was? Achso, du telefonierst. Sag doch was. Smoker, ruf ihn mal zu. Der geht nicht mehr ran, wa? Den hast du jetzt geärgert. Mein Telefon, der sagt noch was. Ah, zu schüchtern vielleicht. Aber der ist ja essen, ne? Wo könnte der essen? Irgendwo ein Loch mit Maden oder so? Naja, der führt da seine schöne Frau aus. Guck mal hier. Sölle. Ja, das sieht doch hier links noch was aus. Wo bist du, Smoker? Hey, ich dachte, du warst was essen. Also hast du mich angelogen. Soll ich dich abholen? Ja, dann, ich hol dich, ja, aber, ja. Achso, dann geh mit der anderen Ball mal essen, ne? Lass mich ja in Ruhe. Nein. Du sollst, ich dachte, du kommst mit uns mit essen, Smoker. Erst der Bro, dann die Frau. Erst der Bro. Komm mal raus. Vor dem Krankenhaus. Okay. Hat ihr verziehen? Ja, ja. Der geht an der Tankstelle mit seiner Frau essen, hat er gesagt. Ja, ist aber echt lecker da, das muss man ihm lassen. Burger sind eine einsame Spitze. Wo ist er denn jetzt? Da kommt er doch. Steig mal ein, Smoker. Mensch, Smoker. Ja, hallo. Ich muss auf Frau Annabelle warten. Ja, steig mal ein. Wir fahren nur eine kleine Runde. Wollen wir reden? Warte mal. Sir, was ist los? Ah, nicht mal. Kriegt das irgendein Verrückter entlaufen ist anscheinend. Verrückter? Ja, es sah wohl so aus, Mann. Aha. Okay. Gut, komm, Smoker. Ja, ich steig mal ein. Hi. Hallo, Herr Knuspermann. Na, wie geht's dir? Alles. So, wir fahren jetzt nach in den Norden. Nee, ich hab Essen mit Frau Arnabe. Walter, jetzt denk doch mal an seine Handy, Frau Smoker. Gib immer dein Handy. Nee, ich würde mein Handy nicht geben. Gib immer dein Handy, Smoker. Nee, will ich nicht. Gib mir dein Handy. Warum? Soll ich dahin, gib mir, ich muss kurz gucken, ob du diese eine App da drauf hast. Welche? Gib doch mal bitte. Hier. Okay, habe ich jetzt eingesackt. Na, gib mein Handy wieder. Walter. Jetzt wir lass den Quatsch doch hier. Der ist heute nur auf Krawall gebürstet, der Junge. Ich weiß auch nicht. Mann, willst du, ich bin doch nicht in den Norden. Bist du wahnsinnig, ich hab gar keinen Bock, so weit zu fahren. Mal, Smoker, was ist denn los mit dir? Ich wollte mit meiner Freundin essen gehen. Ja, aber die steckt immer aus. Ja.
Soll ich dir was sagen? Gerade war vom Krankenhaus so zwei komische Leute, ne? Was für komische Leute? So zwei dunkelhäutige Leute. Die sagen, dass du verrückt bist. Hier, dein Handy. Dankeschön. Du kannst der Annabelle doch nicht sagen, dass ich gesagt habe, du sollst die flachlegen. Das haben sie doch gesagt. Du hast was? Hab ich gar nicht gesagt. Du hast das falsch verstanden. Was haben sie denn gesagt? Du sollst es mal flachlegen. Was soll ich flachlegen? Dein Auto. Tiefer. Ach so. Ja. Da habe ich wohl was missverstanden, Alter. Du als armer Bitkönig müsstest das doch wissen. Ja, bitte, Walter. Was? Ich möchte gerne wissen, was du damit am Telefonfall meintest. Womit? Ja, warum sagst du da, warum denkt die Annabelle, dass ich so ein schlechter Mensch bin, Smoker? Das denkt die gar nicht von ihnen. Ja, du erzählst doch solchen Leuten. Ich hab denn nur den Spruch gesagt, den sie mir beigebracht haben. Was hab ich denn beigebracht? Dass ich das flachlegen soll. Das Auto? Tiefer legen. Nee, die, das Auto, was ich dir geschenkt habe, solltest du tiefer legen. Ja, dann habe ich das falsch verstanden. Der Smoker ist on Streamer, ja, der Gerrit. Ein geiler Boy, cooler Typ. Ja. Einen Augenblick. Ja. Sag, du hast sie vertan. Die geht nicht dran. Ich hätte jetzt so Bock auf so ein Bier. Richtig ein Bitkönig-Bier. Entschuldigung, die Störung, Frau Annabelle. Ich sollte bei Herrn Walter Weiß im Auto einsteigen. Dann ist er mit mir weggefahren. Und ich sollte jetzt anrufen und Ihnen sagen, dass der wohl meinte, dass ich ein Auto tiefer legen sollte. Oder so. Nee, der meinte, ich soll das Ihnen klarstellen. Der hat mich mitgenommen, sein Auto hat dann die Türen abgeschlossen, mir das Handy abgenommen. Das hat er mir jetzt gerade wiedergegeben. Und ich hab Angst. Nee, doof. Du lachst, Walter, ne? Aber genauso fühle ich mich auch. Wirklich, du machst hier. Was soll denn das eigentlich hier? Ich konnte nicht aus dem Auto aussteigen, der hat das zugemacht. Oh Gott, Smoker. Alter, Mann. Ich mach's mir fertig. Smoker, alles gut, alles gut. Wir sind doch da. Ich pass auf dich auf. Da kommt noch ein zweiter Mann. Walter, jetzt hör auf mit der Scheiße. Ich hab echt keinen Bock mehr. Das ist echt nicht cool. Keine Ahnung. Kann ich jetzt gehen, Herr Walter? Komm, wir bringen dich noch eben zurück. Steig ein, Smoker. Nee, ich steig nicht mal rein ins Auto. Steig in das Auto ein, Smoker. Ich möchte nicht in das Auto ein. Ich bin nicht zurück. Soll ich weg rein? Okay. Ich bring dich doch zurück. Smoker, ja, jetzt nehm mich wenigstens mit hier. Warte. Junge! Das ist echt nicht mehr zu fassen, ey. Ach, ja, gut. Kann man hier hoch? Ach, guck mal. Ich hab die Schnauze so voll. Mann. Ach. So, jetzt. Ich gehe jetzt erst mich mal eine Runde entspannen hier. Menschenskinder, das ist ja wohl nicht mehr wahr, ey. Ach, Alter. Smoker, das RP aber auch so gut drauf. Ja, ich bin noch echt ganz am Anfang hier. Der Smoker, der Gerrit, der ist im Himmel. Aber der macht das auch schon ein bisschen länger, ne? Hei. Ich weiß noch nicht, ey. Der gute Dirk, der macht jetzt so eine leichte Wandlung hin. Und was ich noch, gerade hat irgendeiner, da muss ich mal jetzt, wo wir gerade ein bisschen Ruhe haben, muss ich mal gucken, wo ich das hier finde. Das hat mir Jesse gerade gezeigt. Ich glaube, im Discord wurde es gepostet. Das ist ja mal der Hammer, oder?
So, warte, besser kann ich, schärfer kann es nicht machen. Da steht einfach Knussmann, könnt ihr den Genussmann. Ich meine, die Kleidung passt jetzt nicht mehr ganz überein. Aber prinzipiell, erstes Fanart hier von Knussi, ne? Boah, erschreckt mich doch nicht so. Von wem das ist, habe ich dir bei WhatsApp geschrieben. Ach so. Genau. Von wem schon? Ach nee, Skitty. Skitty hat's geschrieben. Genau. Ja, vielen, vielen Dank. Boah, das war einfach so perfekt. Du hättest den einfach so perfekt anmachen können, so von wegen so diese Aussicht. Warum sollte ich denn immer alle anmachen? Ihr seid doch wahnsinnig. Das ist ja perfekt gewesen. Das ist eine Männerfreundschaft, auch wenn die nicht so ganz... Naja, ich kann es irgendwie nicht verstehen. Der Dirk ist halt so ein Weichei und der Walter ist halt so halbwegs Draufgänger. So ein bisschen so, man kann den nicht einschätzen. Würde halt super passen. Ich weiß ja nicht, was da mit Enzo gestern war, ne? Ey, du würdest nicht so denken, wenn du das mit Enzo gestern gesehen hattest. Da war ich schon einen Schritt weiter. War die Hose schon aus. Hast du den schon geküsst? Nee, die Hose war schon raus. Oh. Alter Falter. Ja, ich weiß nicht, was der Walter jetzt da macht. Der scheint sich wohl nicht mehr so dafür zu interessieren, wo ich jetzt gerade bin. Da hat der Gerrit den Walter in die Pfanne gehauen. Wir können jetzt nicht einmal an der Autobahn entspannen. Ey, ohne Scheiße, fährt nicht ein Auto lang. Da würde ich hier aber auch entspannen. Ah. Boah, ist das hier immer noch so warm? Es geht eigentlich. Hier ist es kühler als drüben. Schön. Darf man euch sagen, was andere tun? Nee, das ist Backseating. Backseat Gaming. Das ist nicht so. Mir hat übrigens vorhin der Fabi einfach mal 100 Euro in Cheers. Ja, hatte ich noch gerade so gesehen. Alter. Schon alle bekloppt, krank. Alle wie ihr da seid. Aber ist auch eine gute Sache, weil das kann man halt schön immer zum Pause machen nehmen. So. Knussmann muss jetzt ein bisschen meditieren. Kann man irgendwo den Chat für die Regeln für den Chat leben? Mach mal Ausrufezeichen GTA-RP, glaube ich. Da müsste ich das beigeschrieben haben. Also viele Regeln müsst ihr euch nicht halten. Ihr dürft einfach nur nicht verraten, was sonst so passiert, was mich jetzt in Verlegenheit bringen könnte. Wenn ich nämlich mehr weiß als der Charakter, dann komme ich vielleicht schon mal in die eine oder andere knifflige Situation, die nicht dürfte. Gucke mir auch alle Perspektiven gerade an, aber macht halt Spaß. Den Spaß kaputt, wenn man weiß, was die anderen machen. Ja, stimmt eigentlich, ne? Ich bin der Matthias und komme aus Gladbeck. Hallo, Matthias! Das ist ja fast bei Bottrop Kicheln hier, Gladbeck. Wow. Könnte man ja fast Knussmann, also die alten Freunde von Knussmann über den Weg laufen. Das wäre der Hammer. Boah, das wäre so witzig, wenn irgendwann mal ein alter Freund von Knussmann kommt oder so, ne? Ja. Oder so die Ex oder so. Ja. Oder so ein alter Schulfreundin. Der so, was, Fabian? Bist du's? Nee. Dass wir uns hier treffen. Ja, weiß ich nicht. So, oder wirklich können halt weitermachen. Die Olle, die halt einfach ein Typ geworden ist. Hat sich umoperieren lassen. Jetzt nicht runterspringen. Nein. Das andere war übrigens gerade ein Audiobug, wollte ich nur sagen, dass du so einen Schrei gehört hast. Als das mit der Leiter, das war LOL. Ein Audiobug. Ich dachte, da ist halt runtergefallen. Ja, dachte ich auch erst. Okay, Wasser. Du kannst mit einer Taste deine Spanlautstärke ändern. Ja. Welche denn? Ja, steht das auf der Tastatur? Nee. Push to talk, Beifahrerfunk, Interaktion, Handy. Ja, fehlen aber mega viel. Ah, hier Sprachradios, doch. Du rufst nun, du brüllst nun, du flüsterst nun. Du sprichst nun. Das wäre halt sehr lustig, wenn du nur LOL. Flüsterst. So. LOL. Ja, flüstern heißt ja im Endeffekt nur, dass mich nur Leute hören. Achso, habe ich schon wieder Achselschweiß. Ja, aber was für? Das sind solche. Ja, ey, hier sind auch einfach 100 Grad im Zimmer, ey. Entschuldigt mich. Das, 24. Ja, das reicht mir schon, weil das stickig hier ist, kein Wind weht. Ich weiß jetzt nicht, wo die Klimaknöpfe-Fernbedienung ist, sonst würde ich die Klima nochmal eine Runde anmachen. Ich gucke jetzt gerade mal, dass ich. Wo haben wir das Auto eigentlich hingestellt? Ich helfe dir mal mit Suchen. Oben. Ach, bei Binko, oben, ne? Da oben ist ein Auto. Nein, die wird nicht angezeigt. So. Wir waren bei Binko, als er uns abgeholt hat. Dann laufen wir jetzt einfach hin. Da oben war ein weißes Auto. Ich glaube, das ist immer dein Auto. Nein. Da.
Gebrauchtwagen hin. Okay. Das Auto wird nämlich nie auf der Karte angezeigt. Das ist nämlich noch nicht eingepflegt. Gibt es einen Stall zum Namen Knussmann? Eigentlich nicht, ne? Wir haben, wir hatten dieses komische. Gejagt haben wir geguckt. Und da hieß einer Krussmann. Und wir haben einfach Knussmann rausgemacht. Ja, und ich habe einfach Knussmann verstanden und fand das ziemlich lustig, aber der heißt gar nicht Knussmann. Aber so ist der Name Knussmann quasi entstanden. Doch, aber es ist sehr warm draußen, Tino. Ist kein Zimmer im Fenster im Zimmer. Ich habe das Fenster auf komplett offen. Aber das kannst du knicken. Ja, der, ich habe halt zwei riesige Softboxen, die mir hier in die Fresse knallen. Ich habe halt einen Computer, der das ganze Zimmer noch aufheizt und naja, das. Draußen kommt auch warme Luft rein. Ja, das warme Luft ist relativ. Das wird. Nee, ist echt mega warm draußen. Gefragt, gekackt. Die Ex vom Knussmann wird ein Typ, kein Wunder. Wie? Was? Ja, ja gesagt, so, dass die Ex vom Knussmann wiederkommt und einfach ein Typ ist, weil die hat sich umoperieren lassen. Achso, den Teil habe ich nicht mitgekriegt. Oh. Die hat sich umoperieren lassen. Warum denken alle, Knussmann ist schwul? Das finde ich Nein, irgendwie... Nein, sie hat sich nachdem die sich getrennt haben, unoperieren lassen. Ja, aber das... Ne, alle so, ja, das passt zum Knussmann. Der Knussmann ist nicht schwul. Er gibt zwar nichts gegen auszusetzen, dass er schwul sein könnte, aber der ist einfach nicht schwul. So ist das halt. Gut geworden. Okay, was? Sind die gut? Ja. Ich konnte die zwar noch nicht einsetzen und die sind eigentlich zu lang, aber muss ich mir mal durchlesen und hier dann. Hier ist einer, guck mal, äußere Stille ist innere Stille jenseits der Gedanken. Es gibt halt lange, du kennst halt so. Ich zähle mal was Weises sozusagen rüberbringen. Ja. Hat Dirk eigentlich Kinder? Dirk hat keine Kinder. Oh, das war der Stuhl. Das war der Stuhl, sagst du, ja? Ja, ich könnte sogar nochmal machen. Dann furze ich auch demnächst fett ab und sag einfach, das ist der Stuhl. Ich kann sogar nochmal machen. Jetzt hör auf, hier rumzufurzen, Mann. So, da müsste mein Auto... Ja, da steht das Auto doch. Schön. Knussmann ist einfach omnisexuell. Alles steht auf den guten Dirk. Genau. Hier kann man noch nicht auf den guten Dirk stehen. So, ich muss eigentlich mal meditieren, irgendwie auf eine eigene Tasse legen. So, schön. Ah, gibt es eine Animation namens Toilette? Wieso sollte es sowas geben? Hier gibt es keine Toiletten, dann wird es auch keine Animation geben, wo man dann kacken geht oder so. Wie spät haben wir denn? So, ich glaube, wir machen jetzt auch mal Feierabend. Ich glaube, ich bringe das Auto dann mal eben weg. So. Das ist immer noch so gewöhnungsbedürftig, dass du hier das Auto. So, jetzt muss ich das Automotor anschalten. Mich anschnallen. Und dann. Dip. Garage. Die Garage bitte. So. Schließt du auch in der Garage? Nee, ich habe ja meine Jugendherberge. Auch eine geil platzierte Ampel hier, oder? Ja. Genau, von der Einfahrt auch super. Meine Tür ist noch offen. Wieso geht die Tür nicht zu? Ach, doch jetzt. Nee. Hat eine Schrottkarre, Alter. Das Schloss funktioniert einfach nicht mehr richtig und ich blinke schon wieder die ganze Zeit. Der Knussmann hat einfach den besten Ruf in der ganzen Stadt hier. Ja, der... Wie, aber jetzt mal ohne Scheiß. Das ist doch genauso, wie der Dennis privat ist. Ja. So richtig so? Ja. Na komm, sprengen wir die jetzt mal an. Komm, ja, gehen wir kegeln. Komm, wir holen uns jetzt die Eiscreme mit ja! Luftding. Genau, das ist eine gute... Oh. Okay, eine kleine Story, die es ganz gut beschreibt. Ne? Ich war mit Curry, Dennis und Jesse, waren wir essen. Und auf der Speisekarte gab es so einen Eisbecher, den die mit Feuerwerk... Also mit so richtig, ne, so wie man das von Silvester kennt, ne, so riesen Wunderkerzen aber rausbringen. Nicht Wunderkerzen, sondern diese komischen kleinen. Ja, diese die Vulkandinger, die so Funken sprühen. So, und er wollte sich das immer holen und er fand das unfassbar lustig. Marcel, wenn du den holst, dann bezahle ich dir den. Ich so, warum? Ich will den nicht. Ich will keinen Eisbecher und ich will schon gar nicht Aufmerksamkeit im Restaurant. Komm, wir holen uns den. Vor allen Dingen waren wir alle
voll gewesen. Wir hatten alle keinen Hunger. Wir haben alle voll gewesen. Und dann sitzt Dennis da, der Kellner kommt, möchten Sie noch was? Und dann sagt er, ja, der Herr da drüben möchte noch was. Und dann guckt der Kellner mich an. Und ich denke so, ey, Dennis, ey, halt einfach die Schnauze, ne? Ja, und dann habe ich gesagt, ja, ich hätte gerne einmal den Eisbecher, ne? Ja, wie der, welchen Eisbecher? Ja, den großen. Wie jetzt, wirklich? Ja, den möchte ich. Ja, gut, okay. Und dann kamen die da an mit Trara und, ja, können Sie, dann meint er sogar noch, dann kommt der scheiß Eisbecher, können Sie bei dem Herrn da drüben hinstellen? Ich so, ey, dann kannst du dir mal schön knicken, das stellen wir dir jetzt in der Mitte. Natürlich habe ich den Eisbecher nicht aufgekriegt, aber einfach nur, weil er das unfassbar lustig fand. Ja, und das... Wir haben wirklich locker 20 Minuten darüber diskutiert. Der hat da sogar eine Instagram-Story und so eine Scheiße drüber, Mann. Der Junge ist, der ist so hängen geblieben. So wirklich. Ja, war so super, aber genau so ist Dennis. Wie gerade mit Kegelball. Wie, du willst ein Ja gut, ey, dann frag doch mal die Leute da drüben. Und jetzt frag den mal. Jetzt frag doch den mal. Komm. Oh. Kein, es ist unfassbar. Der Typ ist echt... Der ist einfach der Hammer, Mann. Komplett Banane. Einparken. So, dann suche ich mir jetzt meine Jugendherberge. Ich vergesse mal, wo die ist. Ist das nicht da? Ne, da drüben ist die Bank. War das nicht hier irgendwo? Boah, der Enzo, der wüsste jetzt wohin. Der Enzo. Geh mal hier, komm, ich gönn mir ein Upgrade. Hier, wie heißt das hier? Pescado Azu. Das Fischhotel. So, Knussmann geht schlafen.